Viele Grüße aus Düsseldorf, das Hyatt Hotel im Medienhafen. Wir hatten jetzt 2 Tage lang Meeting mit den VIPs aus dem Jetstream. Die haben ihre Themen mitgebracht und wir haben dann an ihren Themen gearbeitet. Also Recruiting und Führung und Expandieren und Skalieren und mehr Umsatz machen. Und wie kriegen wir das alles mit der Family auch noch hin und so weiter. Das waren so unsere Themen. Heute ist der Reisetag zwischen dem Jetstream VIP Meeting und ab morgen haben wir Systemvertrieb 3 Tage in Stuttgart. Wir nutzen den Tag nicht nur, um von A nach B zu fahren, sondern auch, um noch 2 unserer Kunden zu besuchen. Einer von denen ist auch jetzt die letzten 2 Tage in dem Meeting dabei gewesen, also ein Jetstream VIP Teilnehmer. Und ja, die besuchen wir jetzt. Wir fahren jetzt gleich los und wir nehmen euch ein bisschen mit. Der erste, den wir besuchen, ist ein Rohstoffhändler, also Kunststoffgranulate, 8-stelliger Umsatz. Den zweiten, den wir besuchen, das sind 2 Brüder, die Anlageimmobilien verkaufen. So, lasst sie überraschen und mal gucken, was so noch heute alles passiert. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. Wir sind in Dormagen. Wo ist das? Das ist zwischen Neuss und Köln. Und wir sind bei Serkan. Hallo zusammen. Das Gesicht ist richtig mal jetzt hier. Hier ist unsere Buchhaltung. Hallo, guten Morgen. Hallo. Hola, buenos dias. Buenos dias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Warum seid ihr erfolgreicher als andere? Was macht ihr anders? Ich würde an erster Stelle sagen, das sind die neue Vorgehensweise und Denkweise, was wir eigentlich bei dir gelernt haben, weil wir mittlerweile seit 2 Jahren total anders denken, als wir früher gedacht haben, definitiv. Hi, guten Morgen. Hallo. Hi, Ferhan. Schön, dich zu sehen. Ja, und hier ist so ein Rückzugsraum für die Mitarbeiter, wenn sie sich ein bisschen entspannen. Ah ja, haben wir auch, genau. Haben wir in Bochum auch. Aber auch diese Entwicklung, also das ist ja eigentlich alles, was momentan hier passiert, passiert eigentlich wegen dir, muss ich ganz ehrlich sagen. Umsatz vervierfacht bei halbierten Marktpreisen. Das ist schon klasse. Was bedeutet Money Talks? Ne? Die meisten erzählen immer, ja, ich habe tolle Gespräche geführt und wir haben viele Angebote gemacht, aber am Ende zählt immer nur, wie viel Umsatz du gemacht hast und wie viel Gewinn du gemacht hast. Also deswegen Money Talks. Müsste eigentlich in jedem Verkäuferbüro hängen, ne? Money Talks, let's go. Als wenn ich nie was anderes gemacht hätte. Wunderbar, Serkan. Ich danke dir sehr. Danke dir vielmals für deinen Besuch. Ich wünsche dir fette Beute. Danke. Ich bin gespannt, wenn wir das nächste Mal kommen, ob dann da ein Hochregallager drin ist und ob die LKWs dann hier Schlange stehen mit den 40 Fußcontainern. Sehr geil. Also, Attacke und vielen Dank. Dankeschön. Navigiere Karlsruhe. Alles, was im Moment im Display angezeigt wird, können Sie per Sprache bedienen. Fahre mich nach Karlsruhe. Alles, was im Moment im Display angezeigt wird. Fahre mich nach Karlsruhe. Ich wechsle nun in den Pausemodus. Um fortzufahren, drücken Sie bitte die Sprechtaste. Navigiere Karlsruhe. Was möchten Sie tun? Was möchte ich tun? Ich möchte nach Karlsruhe. Fahre mich nach Karlsruhe. Alles, was im Moment im Display angezeigt wird. Da können wir eine eigene Serie draußen machen, ey. Ja, hier, bitte.
Navigation nach Karlsruhe. Selbstzerstörung eingeleitet. Hi Instagram, ich habe einen Audi Q8 günstig abzugeben. Muss nur möglichst schnell weg. Guten Tag, die Zeugen Jehovas. Wir würden gerne ein kurzes Gespräch mit Ihnen führen über die Möglichkeiten, die der Glauben Ihnen bietet. Hätten Sie da einen Moment für uns? Selbstverständlich, lieben gerne. Sie dürfen einmal in den dritten Stock hoch. In den wievielten? In den dritten. In den dritten. So sind wir Gott schon viel näher. Ja. Danke. Bis gleich. Hallo, wir haben über deinen Glauben gesprochen. Ja, genau. Komm. Das machen wir. Hi, ich bin der Dirk. Hi, Alisa. Hi. Das sind die Zeugen Jehovas. Ja, genau. Hast du zugehört, oder was? Ich zugehört. Hi. Herr Mann, warum? Okay. Hallo. Hier haben wir haben ordentlich mit Personal nachgelegt, kriegen zwei neue Vertriebsassistenzen ab dem 1.12. sitzen hier. Teil vom Sales-Team sitzt hier. Lukas ist schon seit 6 Jahren bei uns im Team, ist fürs Closing zuständig. Ja. Letztes Jahr fertiggestellt, haben dann mit einer Innenarchitektin das ausgestattet. Wir sind die meiste Zeit vom Tag hier, also haben gesagt, dann wollen wir es auch schön haben. Ja. Hier sind quasi die Beratungszimmer dann. Dadurch, dass wir mittlerweile, seit Corona, machen wir mittlerweile 70-80% vom Verkauf online über Zoom, was natürlich total cool ist, weil du Zeitersparnis hast. Wahrscheinlich werden wir eins der Büros umbauen, weil wir ein Platzproblem mittlerweile jetzt haben. Wir haben aktuell 3 Zimmer, wo entsprechend Beratungen stattfinden können. Hauptsächlich findet es aber vom Desktop statt, das heißt, da werden wir ein bisschen umbauen. Und wir werden drüben am Kollegen anmieten müssen, weil wir haben wir Platz. Schön, die Sorgen wünsche ich euch. Ja, genau. Das sieht super aus. Da fehlt jetzt nur irgendwie eine Kerze rechts und links daneben. Die fehlt noch, das ist gut. Das Abendgebet ist das immer. Ja, genau, deswegen. Zwei Kerzen und dann... Noch eine halbe Stunde war das, geht's los. Hier, wir haben 2-mal im Monat ein Kamerateam da, wo wir einfach dann unsere kurzen Videos für Social Media machen, wo wir für die Ads etc. nutzen das auch. Manchmal kriegt ein Kunde noch ein Video vorab zugeschickt, um vorbereitet zu werden, einfach um für den Trust zu sorgen. Meine Mama. Hallo, ich bin der Dirk. Hallo. Hallo. Genau. Hier haben wir 2-mal die gleichen Räume, das ist Max und mein Büro, hier ist meins, drüben ist Max seins. Die meisten Beratungen machen wir wirklich auch wir komplett online, da ist die Kamera, ist total, also... Das ist ein mega Zeitersparnis. Ich bekomme ca. doppelt so viel hin, wie wenn ich es online Stück für Stück mache, als dass ich... Früher, wir kommen ursprünglich aus dem Versicherungsvertrieb, da bist du wirklich rausgefahren zum Kunden. Da kannst du natürlich einen Bruchteil nur von dem bewältigen als heute. Von daher, Corona war echt ein Kick für uns. Also wir versuchen alles online zu regeln, Entschuldigung, außer das Thema Besichtigung machen und Notar machen wir noch offline, aber auch da wird es wahrscheinlich irgendwann Lösungen geben. Als wir eingezogen sind, haben wir auf der Bühne gesagt, waren wir eine Mitarbeiterin plus wir zwei. Haben gesagt, wir gehen jetzt mal aufs Ganze, wir mieten mal jetzt hier für ein paar Jahre einen Mietvertrag an, dicken, und haben gesagt, hier haben wir ein paar Wände, wo wir Räumlichkeiten einziehen können und entsprechend das so schon vorrüsten lassen, dass wir nachrüsten dürfen. Und das werden wir jetzt auch spätestens im 1. Quartal 2023. Also ja, ihr könnt ja einfach die Glaselemente rausnehmen, dann habt ihr ein Großraumbüro. Genau. Und dann passen hier problemlos 15 Leute hin. Genau. Hör mal, danke schön. Danke dir. Cool. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Sehr gerne. Die Autobahn. Hier ist die Autobahn. So, eben waren wir bei den Zeugen Jehovas. Jetzt habe ich die entsprechende Beleuchtung. Los ging's in Düsseldorf im Hyatt. Wir waren bei Serkan und ich durfte Gabelstapler fahren. Yes! Danach dann nach Karlsruhe. Und dann sind wir weitergefahren nach Stuttgart. Und jetzt sind wir im Seminarraum vom Mövenpick Hotel am Flughafen. Und wir sind reingekommen, wir haben gesagt, süß.
die Bühne ist süß und der Raum ist süß und ich glaube nicht, dass wir hier nochmal hinkommen. Weil es einfach, es ist viel zu klein. Es ist alles viel zu klein, viel zu eng. Wie auch immer. Das war schön. Wir haben den Reisetag gut genutzt und ihr habt einen Eindruck bekommen, Einblick bekommen, wie das so abläuft. Und dann bin ich gespannt auf euren Kommentar unter dem Video. Wir haben dieses Jahr im Hilton in Düsseldorf, haben wir mal einen ganzen Tag hinter den Kulissen gefilmt. Ich weiß noch, da habe ich Marcel im Bademantel die Tür geöffnet morgens, war noch ganz müde. Und dieses Video, einen Tag hinter den Kulissen, das findet ihr hier. Und wie ihr zu Jetstream kommt, die Anmeldung dafür, findet ihr hier.